Was wird die Fed tun? Was wird Jerome Powell sagen? Dazu nochmal ein paar letzte Infos vor diesem wichtigen Ereignis. Man merkt schon heute, wie die Aktienmärkte agieren. Die sind im Prinzip, naja, wie soll man sagen, impulslos. Ging mal rauf, dann ein bisschen runter. Aber letztendlich legt sich niemand fest, bevor eben die Fed kommt. Das zeigt, wie stark man abhängig ist von dem Spender der Liquidität. Denn Liquidität hebt alle Boote und geht die Liquidität weg. Sieht man, wer nackt gebadet hat. Und vielleicht müsste die Fed mal dafür sorgen, dass wir wirklich mal sehen, wer nackt gebadet hat. Wir müssten endlich mal diesen Fed-Put loswerden. Also die Sozialisation der Märkte, dieser pavlovschen Reflex der Märkte, die sich sagen, naja, ich kann ja Risiken eingehen, wenn es schief geht, wird mich schon die Fed ausbailen, so wie sie es ja schon öfter gemacht hat. Erinnern wir uns 2018, da hat die Fed, nur weil die Märkte mal so 15-20% eingebrochen sind, sofort umgesteuert und von Autopilot bei Bilanzreduzierung und so weiter umgeschaltet auf, habe ich alles nicht so gemeint, aber damals war die Inflation kein Problem, jetzt ist sie ein Problem und deswegen kann sie nicht einfach mal umsteuern, auch wenn der eine oder andere Marktteilnehmer vielleicht mal ein paar Verluste erleidet. Dazu gleich mehr später. Schauen wir uns die Dinge erstmal an. Nick Timiraos, das Mauspiece der Fed, sagt also, das ist die erste Fed-Sitzung in diesem Hiking-Cycle, bei dem die Fed gleichzeitig weder die Zinsen anhebt, noch wahrscheinlich ihre Prognose für den Zinspeak, also für den Gipfel der Zinsen, geben wird. Zwei Dinge sind zu beachten und das ist vielleicht generell das Ding. Wie hoch steigen die Zinsen noch in 2023 und wie weit werden sie in 2024 fallen? Wenn überhaupt. Vielleicht steigen die Zinsen gar nicht mehr 2023, aber vielleicht fallen sie auch gar nicht so richtig 2024. Damit rechnet keiner. Aber vielleicht ist es ja möglich. Aber wir werden sehen, eben wie diese ganze Geschichte sich hier ausgeht. Und hier sind mal diese Dot-Plots aus dem Juni. Und das, was jetzt im September der Fall ist, dürfen wir eins nicht vergessen, alle drei Monate, also März, Juni, September und Dezember, sind sogenannte große Sitzungen der Fed, wo also auch die Projections kommen, also die Erwartungen in Sachen Wirtschaft, die Erwartungen in Sachen Inflation der US-Notenbank. Deswegen ist da besonderer Fokus drauf. Wir sehen hier, man geht davon aus, dass die Fed den Zinsgipfel in diesem Jahr bei 5,6% erreichen wird. Das würde bedeuten, dass wir noch einen Zinsschritt praktisch vor uns haben. Wichtig dann, was passiert 2024? Da wäre dovish, wenn die Fed davon ausgeht, dass die Zinsen auf 4,6% sinken. Hawkish, wenn sie auf nur 4,9% sinken und sehr hawkish, wenn sie auf 5,1% nur sinken würden. Und diese Dots, so sagt Goldman Sachs, es geht um die Dots, um die Dots, um die Dots, aber wir sehen wahrscheinlich, nachdem die Wirtschaft doch vergleichsweise oberflächlich robust geblieben ist, dass der Arbeitsmarkt zwar sich jetzt abgeschwächt hat, aber immer noch sehr stark ist, kann man sagen, von einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote haben wir noch nicht viel gesehen, gut bei den letzten Zahlen auf 3,7%, aber wir haben eben gesehen, dass auch die Inflation relativ sticky war, relativ resilient war. Dementsprechend geht der Goldman Sachs davon aus, dass man hier die Zinssenkungserwartungen ein bisschen dämpfen wird. JP Morgan sagt, naja, aber auch bei den Dots, da könnte es sein, dass die im Median zeigen, dass gar keine Zinsanhebung mehr kommt. Und diese Dame, die Sie hier links sehen, das ist Danielle DiMartino Booth, die sagt, das Wichtigste, und das denke ich auch, wäre einfach, wenn Powell mal klar machen würde, hey, Fedput ist nicht mehr, ihr arbeitet auf euer Risiko, wir sind nicht dafür da, eure Spekulationen zu retten, sondern wir sind dazu da, eben die Inflation nach unten zu bringen. So richtig klar hat sich da Jerome Powell nicht positioniert, schon öfter mal so dovisches Zeug gelabert, was sich dann als ziemlich unsinnig rausgestellt hat, eben Disinflation und so weiter, solche Begrifflichkeiten, die sich im Nachhinein als falsch rausgestellt haben. Und was haben wir von dieser Mentalität, die durch die Fed, wir retten alles, geht was schief, Geld, dann pumpen wir Geld ins System und alles wird gut, ihr braucht ja nur stumpf long gehen. Das führt eben dazu, dass dann zum Beispiel jetzt bei einer neuen Umfrage 62% der befragten Amerikaner sagen, naja,
Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal die Rückzahlung meiner Studentenkredite boykottiere. Das heißt, man ist irgendwie gewohnt, dass man ja Geld geschenkt kriegt durch die Corona-Zeit und durch die Liquiditätsspritzen der Fed. Damit wird auch an den Märkten wie auch in der Bevölkerung eine Mentalität erzeugt, die nicht funktionieren kann auf Dauer. Und wir sehen auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder zurückkehren zur Fed-Politik, dass eben durch den Anstieg der Ölpreise ein Unterschied ist, wie man die weitere Zinsentwicklung sieht an den Märkten. 1. September rot, 19. September blau. Hier sehen wir, die liegen höher, also aufgrund des gestiegenen Ölpreises, der Energiepreise, geht man davon aus, dass eben die Zinsen nicht ganz so schnell, so heftig sinken. Hier links sehen wir diese Dotplots aus dem Juni, was da der Fall ist und was zu erwarten ist, vielleicht jetzt in diesem September-Meeting. Könnte eine knappe Geschichte werden. Hier gibt es ja einige, die sind eher zinsfreundlicher, andere, die sagen, Mensch, wir haben schon genug getan. Es wird das Mittel genommen aus diesen Zinserwartungen der Fed und damit eine sehr wichtige Entscheidung getroffen letztendlich. Und hier sehen wir nochmal die Dotplots aus dem Juni. Damals hat man gesagt, okay, Zinsen werden auf 5,5 bis 5,75% steigen. Das war damals im Juni. Danach hatten wir ja nochmal eine Zinsanhebung im Juli. Dann, so wenn ich das erinnere, dann die Pause. Jetzt dürften wir eben, oder jetzt bekommen wir eben diese Pause. Also kommt dieser Schritt noch, kommt er nicht in den Dotplots. Wir werden sehen, aber die Fed dürfte natürlich alarmiert sein. Erstens hatten wir bei den letzten Inflationsdaten CPI eine höhere Kernrate zum Vormonat, 0,3 statt 0,2 und dann eben auch eine Inflation, die jetzt wieder CPI bei 3,7 ist, von 3,0 auf 3,2, 3,7. Also das geht so ein bisschen was nach oben. Dennoch die Märkte erwarten, dass es ab Juni 2024 mit den Zinsen wieder nach unten geht und keine, laut Fed Fund Futures, keine Zinsanhebung mehr in diesem Jahr kommt oder in diesem ganzen Zyklus kommt. Jetzt gibt es aber andere böse Zungen, die sagen, wie Keith McCullough, naja, dass die Inflation wieder ansteigt, hat man auch der Fed zu verdanken, dieser Pause, die man signalisiert hat. Das hat man ja schon vor vier Wochen auch unter anderem durch Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, signalisiert. Naja, wir werden jetzt erstmal die Füße stillhalten. Viele Fed-Mitglieder haben gesagt, oh, wir könnten doch erstmal abwarten im September. Deswegen die Wahrscheinlichkeit nur noch 1%, dass die Fed heute die Zinsen anhebt. Aber wir sehen hier mal die Rohstoffpreise, die nach oben geschossen sind. Und wir sehen, wie die Bank of America jetzt sagt, also laut unseren Kreditkarten- und Debitcard-Daten, sehen wir, dass die Payments, also dass der Konsum 4% gestiegen ist zum Vorjahr. Wir sehen also wenig Rezession, wenn eben der Konsument über mehr als 4% mehr ausgibt. Aber die Frage ist, wie lange kann er das Geld noch ausgeben? Aber wir sehen, das ist eben hier noch locker verfügbar offenkundig. Die Goldmänner von Goldman Sachs, die sagen, naja, die Situation dürfte so sein, dass die Fed in ihren Projektionen die BIP-Erwartung nach oben senkt, die Arbeitslosenquote nach unten senkt, die sie erwartet, obwohl wir jetzt diesen kleinen Anstieg hatten zuletzt, und eine niedrigere Kerninflation erwartet. Mal sehen, wie es kommt, könnte aber sich so ausgehen. Aber sind die Wirtschaftsaussichten wirklich so rosig? Jeff Gundlach, der Bond King, sagt, nee, es sind Dämonen am Horizont, denn er prophezeit ein Dollar-Desaster und eine Rezession nächstes Jahr und die Konsumenten werden das massiv merken, so Gundlach. In ähnliche Kerbe schlägt hier Apollo, die sagen, ja, schaut euch mal die Default Rates an, also die Zahlungsausfälle an bei US-Unternehmensanleihen. Die haben sich verdreifacht von 1% auf 3% jetzt seit 2021 und bei den Speculative Grade Bonds, also bei den Junk Bonds, da sehen wir eine Ausfallrate, die gestiegen ist in einem Jahr von 1,5 auf 5%. If the Fed can avoid a recession here, it would be incredible. Also wenn die Fed eine Rezession vermeiden kann, dann wäre das unglaublich, sehe ich relativ ähnlich, muss ich sagen, weil, hat er das heute Morgen schon gezeigt im Videoausblick, eben diese Zinsanhebungen erst langsam sich durchs System fressen. Viele sitzen noch in alten
Kreditverträgen, die zu Nullzinszeiten abgeschlossen wurden, aber Stück für Stück laufen die eben aus und dann muss neu refinanziert werden. Das ist das ganz große Thema. Und das ganz, ganz große Thema könnte bald ja auch dieser Government Shutdown werden, wenn er denn kommt. Denn wenn das so wäre, darauf weist die Bank of America hin, dann würde das bedeuten, dass die Fed praktisch im Blindflug wäre. Denn es würde bedeuten, dass wir praktisch keine ökonomischen Daten mehr bekommen aus den USA. Weder die Inflationsdaten noch die Arbeitsmarktdaten. Wir wüssten also überhaupt nicht, was in der Wirtschaft los ist. Government Shutdown heißt, passiert nichts mehr in der Richtung. Hier eine Statistik, die zeigt, dass während des Shutdowns die Performance bei den letzten vier Shutdowns seit 2013 während des Shutdowns jeweils positiv war. Also die Aktienmärkte hat das nicht so wahnsinnig gestört, weil dann meistens so die Hoffnung kommt, siehst du, sie verhandeln, sie werden den Government Shutdown beenden. Also die Märkte nehmen das nicht so ernst, aber mal schauen, wie es diesmal ausgeht. Wir sehen jetzt neue Aufstufungen für den S&P 500, wenn wir zu den Aktienmärkten kommen. Bank of America in Gestalt von Savita Subramanian hebt das Kursziel an von 3.300 auf 3.600 für den S&P 500 und sagt aber, wir denken, dass der Equal Weight S&P 500 besser sich entwickelt wird als der Market Cap Weight. Also praktisch der Index im S&P, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, statt eben die Dominanz der großen Tech-Werte. Mal sehen, wie es ausgeht. Wichtig wird sein, dass das hier nicht bricht, was Sie hier sehen. Das sind die Halbleiter des SOX. Also Chip-Aktien, wenn man so will, die sehen ziemlich angeschlagen aus, Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wenn die Nackenlinie bricht, wird es unangenehm. Also das sollten die Bullen möglichst vermeiden, dass das bricht. Wir sind durchaus schon ein bisschen überverkauft im kurzen Zeitfenster und für die Aktienmärkte gilt, und das ist eine sehr wichtige Grafik hier, wenn die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt, also eine Pause macht, bevor sie sie senkt, normalerweise entwickeln sich die Aktienmärkte gut. Aber wenn eine Rezession kommt, dann entwickeln sie sich schlecht, weil Gewinne fallen, die Umsätze fallen, etc., etc., unmittelbar plausibel. Und wenn wir bei den Aktienmärkten bleiben, dieser smarte Herr ist der einzige von Tausenden von Fonds, die es geschafft haben, den Nasdaq 100 in den letzten 5, 10 und 15 Jahren zu schlagen. Es gibt ja Tausende dieser Fonds. Ein einziger hat es geschafft. Das zeigt, wie schwer es die Fondsbranche hat. Das Stockpicking macht im Grunde keinen Sinn, wenn die Märkte eben auch so kopflastig sind durch diese großen Tech-Aktien. Dann kauft doch gleich entweder die oder ein ETF, so sagen sich viele, auf den Index, weil da ja diese Aktien so schwer gewichtet sind. Kommen wir nach Deutschland, meine Damen und Herren. Und auch das natürlich ein Drama, aber zunächst mal Innenministerium will Huawei-Teile aus dem Kernnetz verbannen. Das wird die Chinesen sehr freuen, gell? Und da sagen die, ja super, das ist nett von euch, dass ihr da Teile von Huawei ausschließen wollt. Kylie Bass, der sicherlich kein Freund von der Kommunistischen Partei in China ist, guckt euch mal die Geschichte von Huawei an. Die begann mit einem massiven Diebstahl des Routers von Cisco. Und diejenigen, die diesen Router designt hatten, eine andere Firma, die hatten da absichtlich einen fehlerhaften Code eingebaut, um ermitteln zu können, wenn da etwas gestohlen wird, wer das gewesen ist. Und das konnte man dann zweifelsfrei zuordnen. Das ist schon eine Geschichte von Diebstahl geistigen Eigentums von Huawei, muss man sagen. Auch wenn die Firma natürlich inzwischen wirklich gut dasteht und selber innovativ ist, bleiben wir wieder in Deutschland. Große Nachteile für deutsche Firmen fürchtet die Industrie, weil unsere wunderbare Regierung jetzt die sogenannten Hermes-Kredite daran koppeln will, ob das Ganze sehr klimafreundlich ist, was da an Investitionen geplant wird. Das wiederum wäre ein Nachteil für deutsche Firmen. Meckert mal wieder die böse Industrie, gell? Ah, die verstehen es ja überhaupt nicht, dass wir natürlich das Klima retten müssen. Ne? Und wenn dann alle sehen, dass wir das Klima gerettet haben, dann kommen die alle zu uns, gell, und sagen, ihr Deutschen, ihr seid so cool, ihr habt das Klima gerettet, ihr habt uns gezeigt, wie das geht. Ja, und wir haben es lange nicht begriffen. Ne? Also wir müssen echt sagen, am deutschen Klimawesen und so weiter. Aber vielleicht kriegt diese Regierung rechte Meldung hier. Bei Schwierigkeiten, wenn ihr Chef abhanden kommt, noch bestreitet der Warburg-Chef Olearius in diesem Warburg-Prozess alles. Aber der Mann ist ein bisschen was älter. Der möchte wahrscheinlich nicht sein Restleben mit 82 im Gefängnis verbringen. Und die Staatsanwaltschaft sagte, wir haben unwiderlegbare Beweise, dass du dran bist. Und der gute Kanzler Scholz ist da ja ein bisschen involviert, kann sich aber aufgrund akuter Alzheimer-Erscheinungen an nichts mehr erinnern. Mal sehen, wie lange das Ganze noch gut geht. Aber selbst wenn diese Regierung fallen würde, dann haben wir immer noch die EU, die ja etwa genauso gestrickt ist. Jetzt will man zum Beispiel
hier die Führerscheinordnung komplett ändern. Tempo 90 für Anfänger, SUV-Führerscheine und vor allem Führerscheine für Senioren, die müssten dann, würde ein Führerschein ab dem 60. Lebensjahr nur noch 7 Jahre gelten, ab dem 70. nur noch 5, ab dem 80. nur noch 2. Und man müsste praktisch diese Tests dann immer wieder machen auf eigene Kosten. Da würden sich die Landbevölkerung vor allem freuen. Das Ganze ist noch ein Entwurf, ist noch nicht entschieden, aber allein, dass darüber diskutiert wird, zeigt schon diese Regelungswut, diesen sozialistischen Impuls, wir müssen alles managen, und das gilt eben auch dann für die grüne planwirtschaftlichen Ansatz, den wir hierzulande haben. Jetzt eine Studie vom RWI, Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung, mit einem Bärenberg-Banker, die sagen, also dieses ganze Märchen vom ökonomischen Nutzen der Energiewende, das müssen wir jetzt leider mal widerlegen, denn man sagt, das wird schon deswegen nicht funktionieren, weil faktisch im Prinzip dieses herbeigesehnte Wirtschaftswachstum nicht eintreten kann, weil eben die wirtschaftlichen Kapazitäten, die volkswirtschaftlichen Kapazitäten nicht erweitert, sondern lediglich umgesteuert werden. Und das genau ist das Thema. Das heißt, wenn ich immer mehr Geld in die finanzielle Förderung der erneuerbaren Energie stecke, dann fehlen mir andernorts eben Mittel für andere wichtige Dinge, zum Beispiel Digitalisierung. Darüber spricht hier kaum jemand, dass wir praktisch da internetmäßig in der dritten Welt leben, aber wir müssen das Klima retten, ja, und dann können wir mit unserem Modem mal richtig Gas geben, was wir da haben, ne? Da wird sich dann irgendwann auch mal ein Bild aufbauen, sodass wir den Klimawandel aktiv bekämpfen können, dass wir dann in unserem Rechner sehen. Also das ist genau das Problem. Und hier weist man darauf hin, das ist etwa so, als würde ein Portfolio-Manager alles auf eine Aktie setzen. Das macht keiner, weil das Risiko schlichtweg zu groß ist. Aber wir gehen eben dieses Risiko ein, und schauen wir uns dieses Risiko mal genauer an. Dann sehen wir, diese energieintensiven Industrien, die wir ja faktisch kaputt machen, relativ systematisch, die haben 1 Million Beschäftigte, 7000 Industriebetriebe, die jede Menge an Geld erwirtschaften, vor allem die Chemie, Pharma, Glas, Metall, Papier. Das ist eine ganze Menge Holz. Und wenn wir jetzt mal nach Großbritannien gucken, dann hat Sunak jetzt diese Klimaziele Großbritanniens aufgeweicht, indem er gesagt hat, erstens ist das nicht realistisch und zweitens hat man euch leider nicht gesagt, was das Ganze kosten wird. Und genau das ist das Problem. Man erzählt uns nicht, was das kosten wird. Das wird sozusagen sich schon irgendwie selbst tragen und dann ein grünes Wirtschaftswunder passieren. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird uns ärmer machen, siehe Gebäudeenergiegesetz, wo wir praktisch unseren Immobilienbestand in diesem Land entwerten, weil hier, wenn nicht energieeffizient, dann kannst du die Immobilie praktisch gar nicht mehr verkaufen, also fällt sie natürlich im Preis. Und was erreichen wir dann in 6 Jahren? Erreichen wir das, was China in 2 Tagen nicht mal in die Luft pumpt? Also da muss man sich fragen, Aufwand und Nutzen, ja, es ist richtig und wichtig, was fürs Klima zu tun, aber man sollte das effektiv machen, rational machen, nicht mit diesem ideologischen Heilsanspruch, mit diesem Klimatalibanismus, den wir hier derzeit sehen. Das ist das Furchtbare an der ganzen Geschichte, und das moniert auch der sehr rationale Daniel Stelter in einem sehr, sehr sehenswerten Interview, meine Damen und Herren. Das ist gleich meine erste Empfehlung, verlinke ich Ihnen unter dem Video. Zweite Empfehlung, jetzt gibt es neue Sanktionen. Man will jetzt verhindern, dass mehr LNG aus Russland kommt. Viele Deutsche wissen ja gar nicht, dass wir jetzt statt Pipeline-Gas umso mehr LNG aus Russland beziehen, also Flüssiggas. Zweite Empfehlung und letzte Empfehlung nochmal, hatte ich schon mal empfohlen, aber passt halt jetzt sehr gut. Zinspause steht fest, dennoch droht eine böse Überraschung in Sachen Fed. Also 3 Empfehlungen, wir sehen uns. 20 Uhr Fed-Statement bringen wir auf finanzmarktwelt.de, und ab 20:30 bringen wir einen Live-Feed der Pressekonferenz, den ich dann kommentiere. Was hat der Jerome gesagt, was hat er nicht gesagt, was bedeutet das und so weiter und so fort. Also 3 Empfehlungen, 20 und 20:30 sind Sie bei Finanzmarktwelt versprochen. Ich sage Servus und Ciao.